Wenn sich diese beiden Frauen treffen, haben sie vor allem ein Thema: Autos. Und zwar nicht irgendwelche, sondern diese kleinen praktischen Zeitgenossen. Gerade wenn es um den Vergleich mit der großen Konkurrenz geht, lächeln Smart-Chefin Nanette Winkler und die Leiterin von Smart USA, Tracy Matura, mit den Autos ihrer Marke um die Wette. It's really premium without being a big car, but you can feel that this is premium. Man merkt sofort, beide sprühen vor Leidenschaft, wenn es ums Thema Smart geht und offensichtlich auch, wenn es um die Menschen geht, die für den Look und die Technik prägend sind. Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt. Wenn Sie sehen könnten, wenn ich unsere Vertriebshändler besuche oder eines unserer Werke, wenn ich komme, winken Sie und sagen, hallo Annette, wie geht es dir? Sie suchen wirklich den Kontakt. Es ist wie in einer Familie. Das ist wohl auch ein Teil des Unternehmenserfolgs. Und ein bisschen fühlt man sich wie eine Mutter. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich so stark wahrnehme, wie die Menschen für ihre Marke brennen, Tag und Nacht. Annette Winkler verantwortet seit 2010 den Bereich Smart. Mit ihr verändert sich das Gesicht der Marke. Innovative Konzeptfahrzeuge werden präsentiert, Modelle mit ungewöhnlichen Ausstattungsoptionen optimiert, der Electric Drive zum ernstzunehmenden Serienfahrzeug. Und ein ungewöhnliches Motto gibt es auch. Unbig, unboring, yeah. On what you expect. Das Kostbarste in unserem Leben ist Zeit. Mit Smart bekommt man Zeit geschenkt. Während große Autos eine Runde nach der anderen drehen, hat man zum Beispiel ganz schnell einen Parkplatz gefunden. Außerdem gibt es dir ein gutes Gefühl, umweltfreundlich zu handeln. Und unsere Kunden sagen auch, ich will anders sein und gleichzeitig Spaß haben. Und je mehr Menschen das entdecken, umso mehr wollen auch Teil unserer Bewegung sein. Ich nenne es wirklich eine Bewegung, denn es ist mehr als nur ein Auto. Diese Bewegung kommt auch in den USA an. Für diesen Markt ist Tracy Matura seit dem vergangenen Jahr verantwortlich, mit großem Erfolg. Und das soll auch in diesem Jahr der Fall sein. Ich wünsche mir für Smart weiter treue Kunden. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen Teil der Smart-Familie und unserer Bewegung werden. Und natürlich wünsche ich mir fantastische Produkte aus Deutschland, die wir zweifellos bekommen werden. Und hier gibt es fantastische Mitarbeiter. Für die Zukunft von Smart erwarte ich perfekte Autos, vor allem für die Stadt, auf 2 und auf 4 Rädern. Ich erwarte noch mehr elektrische Fahrzeuge und mit Blick auf 2014 einen komplett neuen 4-2 und 4-4. Man kann also davon ausgehen, dass man von Annette Winkler, Tracy Matura und Smart noch einiges erwarten kann.